Freunde der knallharten Action, willkommen zurück hier bei Dark Souls 3 im NG+. Wir sind ja das letzte Mal hier stehen geblieben, ein bisschen abrupt, denn ich bin dazwischen ein bisschen gestört worden. Aber lasst euch davon nicht irritieren, wir sind hier immer noch bei dem einen, den wir auf der Brücke aufgelesen haben. Oh, our Champion of Ash, welcome home. This pilgrim, with a debt in death, hardly deserves to behold this divine flame. And I never would have. Had you not taken me into your service, I thank you dearly for this and assure you of my leal service. Ja, er schwört uns Treue, Mensch. Then shall we begin? Bearer of the dark sign, let your true strength shine. Oh, wie cool das klappt. Okay, man kriegt hier also nochmal einen extra Stufenaufstieg. Das gab es beim ersten Mal auch schon mal. Gibt es also jetzt hier nochmal. Boah, das finde ich richtig geil. Das ist die gute Überlegung, was machen wir? Nehmen wir Vitalität, nehmen wir Belastbarkeit. Belastbarkeit wollte ich ja noch ein bisschen hoch. Nehmen wir Kondition. Kondition ist auch sehr wichtig. Nee, ich würde sagen, wir nehmen echt nochmal ein bisschen Belastbarkeit. Damit fangen wir an. Und danach schauen wir mal. Boah, aber das finde ich cool. Ja, Belastbarkeit, steigen wir ein auf. Wie geht das jetzt nochmal? Wow, wie cool ist das denn? Okay, ich würde sagen, aber wir leveln das jetzt nicht alleine, sondern wir gehen ruhig nochmal. Was bringt uns Stärke? Das bringt uns Geschicklichkeit. Ja, Stärke bringt uns diesmal mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir auch einen auf Stärke. Kann ja auch nie schaden. Und danach kann man ja mal wieder so 2 Punkte oder so auf Vitalität gehen. Oh, jetzt ehrlich? Wie oft kann man das denn machen? Okay. Also, dann können wir auch noch einmal Geschicklichkeit. Oder sollen wir jetzt mal wirklich Vitalität? 20 Punkte und da ein bisschen hoch. Kälteresistenz. Oder. Schwere Entscheidung. Nee, ich würde sagen, wir nehmen nochmal wieder ein bisschen Vitalität. Das wird auch nochmal so 2 Level hochkommen. Okay, 3-mal konnte man. Richtig, richtig geil. 3 Levelaufstiege geschenkt. Und hier können wir ein bisschen was kaufen. Das haben wir nicht. Das müssen wir auf jeden Fall kaufen. Das müssen wir kaufen. Und das müssen wir kaufen. Weil ich würde auch gerne alle Zauber haben. Das heißt... Be safe, Champion of Ash. Boah, wie cool. Aber jetzt ernsthaft. 3 Level. Wir haben 1 Vitalität, 1 Belastbarkeit, 1 Stärke. Ja, dadurch sind wir gar nicht mal... So wenig und also, boah, tut mir leid, da fehlen mir echt die Worte. Das ist geil. Gut, jetzt fehlen uns natürlich auch 153.000 bis zum nächsten Level. Ah, das ist jetzt erstmal in dem Moment egal. Wir hätten natürlich auch alles irgendwie auf ein Attribut setzen können, aber ich denke, so war das ganz gut. Zauberei sind wir ganz gut. Kondition müssen wir auch echt mal hoch. Vitalität würde ich gerne auf 32. Belastbarkeit würde ich gerne auf 45, Stärke, Geschicklichkeit, immer mal wieder so ein Attribut, das nächste Mal vielleicht auf Geschicklichkeit, dass man immer noch mal wieder so ein bisschen stärker wird und sonst auch ganz viel noch auf Kondition, weil das braucht man eigentlich auch überall für. Einerseits natürlich, damit kann man die Schläge ausstecken, auf der anderen Seite, wenn man pariert, geht davon dann auch erstmal Energie ab, bevor es von der Lebensenergie abgeht, also auch ein sehr, sehr wichtiges Attribut, eigentlich alles. Und wir müssten eigentlich, soweit ich weiß, für die ganzen Pyromantie-Zauber auch nochmal 3 auf Glaube setzen. Also jede Menge noch zu tun. So, untersuchen. Noch nicht gefallen. Hier gibt es die Samen, womit man, wenn man ja überfallen wird von den Dunkelrittern, dazu
Also normalerweise werden die von den NPCs nicht angegriffen. Und wenn man diesen Samen einsetzt, dann doch. Und deshalb ist es eigentlich eine ganz coole Sache, die ich allerdings ehrlich gesagt auch noch nie eingesetzt habe. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So, hier war, glaube ich, nichts. So, hier vorne müssen wir gleich nochmal runter. Da ist nämlich auf jeden Fall was. Aber erst einmal gehen wir jetzt hier rüber. Und auf beiden Seiten sind hier versucht Rollen. Warum Rollen? Also ich bin letztes Mal rübergesprungen. So. Aber erstmal nach oben. Da geht's hoch. Aber echt, ich bin immer noch fasziniert. 3 Level haben wir gerade dazu bekommen. Wir sind bald... Ich wollte gerade sagen, wir sind bald 150, aber wir sind jetzt Stufe 150. Wir haben einen geilen Charakter. So. Feuerhüterseele. Und... Irgendwo müssten doch hier noch die Äuglein sein. Oder waren die woanders? Oder waren hier wirklich nur... Oder war wirklich hier nur die Seele? Das kann auch sein. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal nach unten. Und dann müssen wir nochmal hier rüber, wie gesagt, dass wir aufs Dach kommen. Da gibt es auch den Tauschvogel, den ich ehrlich gesagt auch noch nicht ausprobiert habe und ich glaube, ich auch nicht machen möchte, weil ich die Deals da jetzt nicht so mega klasse finde. So, wo war das nächste? Da unten. Da müssten wir einfach so runterfallen können, genau. Dann hier nochmal. Hier. Da. Und dann sind wir auch schon unten. Und hier gibt es den Estus-Ring. Den haben wir aber auch schon ausgerüstet. Kann ich mal zeigen. Den haben wir jetzt also zweimal. Und welche Ringe haben wir denn noch so? Genau den. Ja. Der ist auch schwer. Den wollen wir gar nicht. Wäre ja mal cool, wenn wir einen von denen, die wir tragen, nochmal in eine verbesserte Form bekommen würden. Aber naja... Hier zum Beispiel haben wir plus 1. Müsste man sich echt mal anschauen, wie viel das dann besser wird. Und wir müssen natürlich auch nochmal auf der anderen Seite runter. Okay, das habe ich nämlich auch noch nie gemacht. Also wir haben noch jede Menge zu tun. Nochmal irgendwie 2-3 Mal in den Turm reinstapfen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wobei ich mal schätze, wir brauchen das ganze nächste Gebiet, wenn nicht sogar noch mehr fürs nächste Level. Aber das macht ja auch nichts. Haben wir mit ihm schon geredet? Ja, wir haben mit ihm schon geredet. So, was wollte ich? Genau, wir wollen nochmal hoch in den Turm. Denn auf der anderen Seite war ja auch noch ein Gegenstand. Und ich glaube, den habe ich beim ersten Mal gar nicht geholt. Und hier ist das angesprochene Problem. Ja, ne? Wisst ihr Bescheid? Gibt es gerade einen Grund dafür, dass da Nebel ist? Ich denke nicht. Nervt uns das? Ich denke, jawohl. Wahrscheinlich, weil wir den Typen hier angequatscht haben oder keine Ahnung. Irgendwas ist wahrscheinlich getriggert, weshalb das Spiel meint, uns jetzt für den Moment nicht rauslassen zu wollen. Ist jetzt auch nicht so ein weltbewegendes Problem. Also hier an dieser Stelle. Aber gerade schon ziemlich nervig. Naja gut, also im Endeffekt müssen wir das jetzt auch nicht sofort machen. Das können wir ja noch beim nächsten Mal machen. Haben wir oben sonst noch was? Ich glaube, der NPC da oben, der ist noch nicht da. Tauschen, ich kann das ja mal zeigen. Moment, ja, ich könnte es zeigen, wenn ich nicht einfach so blöd gewesen wäre, auf den falschen Thron zu springen. Aber hier ist der richtige. Okay, das überspringe ich jetzt mal. Wandlungsofen. Ah, genau, den haben wir ja gefunden. Also, ich habe das jetzt mal ein bisschen übersprungen. Es geht darum, er bietet uns jetzt an, die Seelen der Endbosse zu wandeln. Und hier sehen wir schon, wir können uns hier einmal Kristallhagel holen.
Und hier unten gibt es einen Ring, den ich gerne hätte. Und zwar nämlich, nee, den noch gar nicht, sondern den nächsten. Denn damit wird nochmal die Tragekraft erhöht, maximale Belastung. Ich hoffe, dass das einiges ist. Denn dann könnten wir nochmal eine geilere Rüstung tragen. Und ich habe auch noch ein Schild im Petto, was auch nochmal ein ganzes Stückchen geiler ist. Also, kurz gefasst, der Ring macht uns noch geiler, als wir ohnehin schon sind. Und das ist kaum möglich. Und hier habe ich den Charakter, der steht also doch hier schon. Ja, damit könnten wir jetzt in die Welt eines anderen Spielers eindringen und ihn hoffentlich fertig machen. Das können wir gleich auch gerne mal ausprobieren beim nächsten Boss. Aber erst einmal würde ich jetzt sagen, schauen wir, ob wir... Genau. Ob wir jetzt da unten in die Kanalisation reinkommen. Ich weiß es nämlich jetzt nicht mehr ganz genau, ob da das jetzt schon freigeschaltet ist, aber müsste eigentlich. Da sind wir wieder. Ein altbekannter Ort. Hier nochmal der Hinweis für die, die es bisher nicht mitbekommen haben. So funktioniert es übrigens nicht. Wenn man vernünftig runterspringt und eine Sturzattacke macht, kann man die relativ einfach auch, wenn man erst das erste Mal hier ist, erledigen, die Gegner. Nee, ist noch verschlossen. Und damit natürlich dann relativ gut Punkte machen. Also wenn man sagt, okay, ich möchte ein bisschen leveln, dann ist das eine ideale Gelegenheit. Und jetzt muss ich selbst mal kurz überlegen, wo es weiterging. Zwei, drei. Oh nein! So. Wunderbar. Haben wir das auch erledigt. Komm her! Du Schlawiner! Ja, ich bin jetzt gerade echt überlegen, wo es nochmal weiter ging. Ging es da unten nochmal weiter? Ich meine, ist jetzt bei mir auch schon wieder eine Zeit lang her. Ich weiß, dass im vorigen Gebiet auch nochmal ein paar Abkürzungen sind, aber ich meine, die kann man erst ein ganzes Stückchen später freispielen. Aber ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich würde sagen, das wäre das nächste, was wir ausprobieren. Dann ging es nämlich doch schon da weiter. Erstmal lassen wir unseren lieben Freund hier nochmal ein bisschen die Leute metzeln. Uns nochmal einen mit dem Hammer über die Rübe gehen. Wow! Schild ist noch oben. Schild ist oben. Schild ist oben. Schild ist oben. Und du bist weg. Hui. Ich glaube, langsam, aber sicher müssten wir mal mit anfangen, ein bisschen mit mehr Bedacht zu spielen. Also noch geht es, aber irgendwann wird es natürlich anfangen, dass die Gegner uns doch gehörig den Arsch versohlen, wenn wir nicht aufpassen beim Spielen. Drei. Und gib mir noch eine 4. Genau. Wunderbar. Ein kleines Träumchen. Ja, aber es gibt ja sonst, glaube ich, echt nichts mehr, wo es weiterging. Ja, da müsste es schon da hinten weitergehen, ja. Ah, daran glaube ich gerade fest.
so reisen. Übrigens hier mal kurz, ich hatte ja in der letzten, vorletzten Episode darüber gesprochen. Es gibt die Lagerkisten. Und da lagert so gesehen alles drin, was man nicht tragen kann, weil die maximale Kapazität erreicht ist. Hier zum Beispiel unsere ganzen Pfeile. Ja, hauptsächlich unsere Pfeile und hier die ganzen Gegenstände, die nur einmal... Und wir haben sogar mittlerweile so viel Glut, dass wir die auch nicht mehr tragen können. Finde ich eigentlich richtig klasse. So, wo gehen wir hin? Genau, nee. Ich muss gerade mal überlegen, welcher jetzt am nächsten dran ist. Hohe Mauer von Lodrig müsste... Nee, die ist ganz am Anfang. Turm auf der Mauer ist dort. Genau, das ist es. Das ist der Endboss. Und wenn wir da einmal rübergehen, dann müssten wir wieder bei der Kirche sein. Hoffe ich zumindest. Aber doch, so war's. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Und da sind wir wieder. Gerade wo ich so tolle Wartemusik angestimmt habe, geht's weiter. Hey, wo will er denn hin? Komm, dreh dich um. Was hat er denn gemacht? Hat er gerade einen Estus-Flakon eingeworfen? Dreh dich dahin um. Ich bin gerade aber auch ein schlechter Schütze. Wer meint, dass es schneller gehen würde, wenn man einfach draufprügeln würde, der hat natürlich vollkommen recht. Aber im Normalfall spiele ich halt eher so ein bisschen sicherer bei Dark Souls. Weil man natürlich dadurch entgeht, dass man stirbt. Und ich sag euch, gerade irgendwie, wenn man kurz davor ist, eigentlich genau weiß, gleich muss ein Bonfire kommen, dann hat man doch schon ziemlich viel Respekt. Weil die Sorge, dass man stirbt, bevor man dieses Feuer erreicht hat, die ist eigentlich unendlich groß. Gerade wenn man irgendwelche Qualen erlitten hat, Gegner, die man vorher 30.000 Mal nicht besiegt hat, dann will man nicht nochmal sterben. Aber du willst sterben, oder? Aber du willst uns auch umbringen. Jetzt haben wir jetzt übrigens auch was sehr Dummes gemacht. Jetzt müssen wir uns beeilen, sonst sind wir nämlich gleich am Poppes. Aber wir haben... Oh, habt ihr das gesehen? Was das für ein Timing war? Der eine ist tot, da kommt der nächste schon. Das ist, als ob es hier was umsonst geben würde. Eins, zwei und... Nein, schade nicht. Eine Sekunde zu spät, aber jetzt haben wir ihn. Und er lässt uns noch ein paar Ritterstulpen da. Sollen wir den blauen nochmal fertig machen? Ja, oder? Ja. Dum, 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 und dum. Yeah, baby. Gib uns was, gib uns was. Er hat uns nichts gegeben. Wie gemein ist das denn? Er hat uns nichts hinterlassen nach seinem Tode. Oh. Oh. Wir sind aber geglutet, oder? Aber diesmal wartet keiner hier. Denn wenn ich mich recht erinnere, kommt jetzt auch nochmal ein Boss. Oder noch nicht? What is wrong, unkindled one? Are you not a Lord Seeker? Is the... Wo ging's jetzt nochmal weiter? Gehen jetzt mal kurz zum Bonfire.
Und dann machen wir den Dicken nochmal fertig. Ah nein, erstmal machen wir die beiden ja fertig. Und wir sind aber auch schon wieder am Ende einer Episode. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich werde mal in mich gehen und schauen, ob mir einfällt. Wer kämpft da denn? Da kämpft doch jemand. Wie cool ist das denn? Ach, guck mal, der steht im Feuer, glaube ich. Oh, Moment, das müssen wir uns noch mal ein bisschen kurz anschauen. Mal gucken, ob wir mithelfen können. Okay, schade. Damit haben wir leider auch seinen Tod beendet. Also müssen wir jetzt manuell nachhelfen. Ja, muss er nochmal seine Kombo raushauen, oder was ist hier los? Wow, 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 wow. Ah, wir haben's. Und wieder hat uns auch er nichts hinterlassen. Eine Schande, was hier für arme Leute rumlaufen. Okay, vielen Dank für